Herzlich willkommen zur Panzervorstellung vom KJPZT3 Jäger, einem deutschen Premium-Jagdpanzer der Stufe 9. Wir schauen uns den jetzt zusammen mal an. Wie immer eigentlich gehabt, gehen wir die Statistiken kurz durch. Das Panzerungsmodell schauen wir uns an, Feldmods und die Crew. Und dann gibt es ein bisschen ein Replay zum Gucken und auch ein Fazit. Also gehen wir gleich rein, warten wir nicht lange, Abfahrt. Jo, hier sind wir auf Tanks GG. Ich habe mal den Panzer im Vergleich zu einem ähnlichen Panzer gesetzt, zum KPZ3, auch einem 9er TD oder einem Premium TD sogar, der deutschen. Aber jetzt schauen wir es uns mal genau im Detail an. Fangen wir mal an bei der Feuerpower und das erste, was euch auffällt, 2400 DPM. So, what the fuck? 2400 DPM im Vergleich zu 3300 und zu anderen TDs und auch zu anderen Panzern. 2400 für einen Jagdpanzer, für einen 9er Jagdpanzer. Absolut Turbo-Trash. Obwohl ihr 420 Alpha habt, habt ihr einen Reload bei über 10 Sekunden. Das ist auf Tier 9 für einen TD. Ist das richtig, richtig schlecht. Richtig schlecht. Ihr werdet sehen, schlecht ist hier das ganze Motto dieses Panzers. Aber ich will nur nicht zu viel vorgreifen. Es wird noch besser. Es wird noch besser oder schlechter, je nachdem. Clip, da gibt es natürlich nichts. Kaliber 120 mm, immerhin ein bisschen größeren Kaliber, ihr könnt mehr overmatchen. Shell Velocity, der Standardmunition 1210 Meter, ist ganz brauchbar, aber immer noch schlechter als die vom KPZ, die APCR. Ihr habt 44 Schuss dabei, könnt also potenziell 18.400 Schaden machen. Wenn ihr aber ein paar Mal daneben schießt oder blindet oder bounced, dann wird das schon relativ knapp. Wobei natürlich bei dem langen Reload, ob man den komplett leer schießt, das ist fraglich. Gut, zum nächsten Punkt. Gunhandling. Sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick gut aus, aber es ist der nächste schlechte Punkt. Ja. Steht hier zwar Aimtime 1,5 Sekunden und Dispersion 0,27. Klingt erstmal gut, aber jetzt kommt's. Achtung, 0,3er Dispersion während der Fahrt und während der Turmdrehung. Noch dazu habt ihr einen nicht volldrehbaren Turm, nur 30 Grad in beide Richtungen. Minus 30 Grad. Die eine und renne, also nach links und nach rechts. So, und diese Dispersion ist 0,3 im Vergleich zu 0,12. Also fast dreimal so schlecht. Das ist gigantisch. Das heißt, ihr müsst jedes Mal komplett neu einzielen, wenn ihr mit dem Turm dreht oder euch ein bisschen bewegt. Das sieht man dann auch im Replay, was ich euch mitgebracht habe. Der Aim-Kreis reißt gigantisch auf. Das ist das Schlechteste, was ich in letzter Zeit überhaupt an Gunhandling wieder hatte, aber man fühlt sich, als würde man FV spielen, so ein bisschen. Also nicht ganz so schlimm, aber so kommt es mir vor. Wenn man den Turm dreht, okay, dann ist er relativ genau, aber sobald man den Panzer fährt oder also vorwärts fährt oder halt dreht, habt ihr 0,3. Das ist absolut Turbo-Scheiß. Gun Depression 7 Grad, gar nicht mal so viel. Also deutlich schlechter zum Beispiel als der KPZ, der mit 12 Grad hier angegeben ist. Hatte ich schon gesagt, der Turm ist nicht mal voll drehbar, sondern nur 30 Grad. Das ist nicht mal so viel in beide Richtungen. Ihr habt quasi einen starren Aufbau und dann 30 Grad in beide Richtungen. Der nächste richtig, richtig schlechte Punkt, 45 km/h Topspeed. Ihr seht schon, hier wieder grün beim KPZ, bei dem hier ist halt 45. Das heißt, ihr müsst überlegen, ob ihr einen Turbo einbauen wollt oder nicht. Vor allem mit den 18 km/h rückwärts. Wenn ihr aufgeht, seid ihr tot. Achtung, jetzt wird's noch besser. Engine Power 850, auch schlechter, also weniger PS zum Vergleich zum KPZ. Und der KPZ ist jetzt noch nicht mal ein guter Panzer, ne? Das ist ein brauchbarer Panzer, aber nicht wirklich ein guter. Aber jetzt kommt es noch. Er wiegt 50 Tonnen. 50 Tonnen. Man könnte meinen, 50 Tonnen. Ja, der Panzer hat Panzerung, hat er nicht. Aber ich zeige euch gleich das Panzerungsmodell. 50 Tonnen bei 850 Engine Power. Das heißt, ihr habt Power-to-Weight-Ratio von 17 PS pro Tonne. Deutlich schlechter als der KPZ 3. Deutlich schlechter. Die Terrain-Resistance-Werte, ja, die sind ein bisschen besser. Okay, der Panzer dreht sich dadurch relativ zügig und beschleunigt relativ schnell auf die 45, aber ist halt auch nicht viel, 45 und beziehungsweise rückwärts 18. Also ihr müsst fast überlegen, den Turbo einzubauen. Turm dreht sich relativ schnell. Wir haben endlich mal Vorteile. Ja, also ihr könnt euch schnell drehen. Der Panzer kann sich sehr, sehr schnell drehen. Wow. Toller Vorteil. Wahnsinn. Also auch das auf weichem oder hartem Untergrund, ihr dreht euch schneller. Wahnsinn. Also man sieht es hier, da ist mal rot jetzt hier bei dem KPZ.
Ja, jetzt hatten wir, wie schon angesprochen, ihr habt ein Gewicht von 50 Tonnen. Wo kommt das Gewicht her? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, weil der Joke ist nämlich hier versteckt. Ihr habt eine Wannen- und Turmpanzerung von 30 bis 40 mm. Also nichts, ihr seid Papier. Ihr habt so eine Panzerung wie so eine Grille oder wie so einen Waffenträger. Ihr seid für HE-Schüsse, für Artipen-Schüsse extrem anfällig. Ihr wiegt 40 Tonnen und das sind eigentlich Pappe. 40 Tonnen Pappe. Blech. Ich weiß es nicht. Sich mal die Ketten haben mit 15 mm. Was ist das? Nice. Dafür habt ihr ein bisschen mehr HP, damit sich die Arti besser, damit die Arti ein bisschen mehr an euch rumknabbern kann. Geile, geile, geile Sache ist das. Der Rest ist vernachlässigbar. Ihr habt nicht mal Camo. Was ist das? 14 Camo? Also ich denke, also dieser ganze Panzer ist einfach so ein Test von WG. Es ist wirklich ein Test, wie schlecht kann man einen Panzer machen. Das ist bisher jetzt der schlechteste Panzer, den ich überhaupt gereviewt habe oder den ich mir in letzter Zeit angeschaut habe. 14 Camo im Vergleich, das ist ein TD, ohne Panzerung, ohne Mobilität. Ihr spielt im Prinzip sowas wie eine Grille oder wie ein Waffenträger. Aber ihr habt nicht mal Camo. 14 im Vergleich zu den 22, was sehr, sehr brauchbar ist, aber hier 14. WTF WG. Ganz ehrlich, so ein scheiß Scherz. View Range 370 Meter, immerhin 20 Meter mehr als die 350, aber die 350 sind schon schlecht. 370 ist auch nicht gut. Und jetzt ist das Problem, baue ich jetzt eine Optik oder was ein, dann muss ich auf ein Turbo verzichten oder, also, was mache ich jetzt? Es ist nicht mal wirklich so gut für so einen Glass-Cannon-TD oder für so einen Papier-TD. Also, ihr habt es gesehen, Statistik, es ist eigentlich immer komplett grün hier oder fast die meiste Zeit grün für den KPZ. Ich würde jetzt in den anderen TD da in Vergleich stellen, da wird es ähnlich aussehen. Aber wie gesagt, ihr wiegt 50 Tonnen, seid ultra langsam und habt keine Panzerung. Wo kommen die 50 Tonnen her, Wargaming? I don't know. Wir gucken uns hier den nächsten Joke einfach nochmal an im Panzerungsmodell, wenn wir schon über Jokes sprechen. Das ist grün. Ist jetzt gematcht halt gegen die 270 mm Pen. Ja, was soll da bouncen? Das kann ein Tier 2 Panzer pennen. 30 mm. 30 mm Wanne und die 40 mm am Turm. That's it. Ja, ihr habt noch irgendwie Kanonenblende. 40 mm spaced. Also ihr seid einfach nur ein Opfer. Ihr habt keine Panzerung. Ihr seid langsam. Ihr habt wenig Sichtweite und wenig Tarnung. Ihr habt wenig DPM. Das waren jetzt also mal ganz kurz die Stats nochmal zusammengefasst. Gut, haben wir das abgehakt. Ihr seht schon, worauf es hinausläuft, aber es wird noch besser. Es wird noch besser. Gehen wir ganz kurz dazu wieder in die Garage. Kommen wir zum nächsten Dilemma. Was baue ich da jetzt ein? Wie spielt man den Panzer? Ich kann es euch nicht sagen. Es gibt eigentlich keinen, hat der Panzer hat eigentlich keinen Sinn. Also ich habe ihn jetzt mal mit einem Turbo ausgerüstet, weil durch die Rückwärtsgeschwindigkeit, ja, ihr braucht ein Turbo. Sonst, wenn ihr aufgeht, seid ihr tot und ihr kommt auch sonst nicht relativ, sonst kommt ihr nicht in Position. Oder ihr könnt auch nicht mehr wegfahren. Ansetzer, um die schlechte DPM ein bisschen zu kaschieren. Jetzt habt ihr 3000 DPM, immerhin. Für ein TD, das ist eigentlich relativ wenig. Und dann noch eine Lüftung, um das Ganze nochmal ein bisschen zu boosten. Ja, man könnte da vielleicht eine Optik einbauen. Ja, zum Beispiel. Härtung könnt ihr euch eigentlich klemmen, weil der Panzer ja sowieso keine Panzerung hat und ja, wenn ihr aufgeht, seid ihr drauf, seid ihr tot. Aufgehen und draufgehen, das wollte ich sagen. Jo, das war es eigentlich schon zu den Modulen. Turbo ist Pflicht, wie gesagt, Ansätze eigentlich auch. Der Rest ist Basics. Ja, bei der Crew würde ich natürlich trotzdem Tarnung skillen, ja, damit ihr wenigstens ein bisschen was an Tarnung habt und Waffenbrüder und die Klassiker halt, ne? Gunhandling Skills, damit das scheiß Gunhandling immer noch scheiße ist, aber nicht ganz so scheiße. Ja, ansonsten, was will man da skillen halt, ne? Fahrerskill halt noch vielleicht so, meist am Bremshebel und sowas, dass das Ding ein bisschen noch schneller dreht, aber halt trotzdem nicht schneller fährt, so. Ich habe es euch ja gesagt, der Panzer dreht sich sehr schnell, aber das ist dann noch alles. Das ist eigentlich der große Vorteil an dem Panzer. Ihr könnt euch sehr, sehr schnell drehen, aber das war es dann halt auch. So, gehen wir gleich in die Feldausrüstung. Um noch schneller zu drehen, könnt ihr natürlich diesen super Feldmod hier nehmen, den kennt ihr. Der Klassiker, immer der erste, auch hier. Dann noch ein bisschen genauer zu sein, das ist vielleicht noch ein kleiner Vorteil, der ist nicht gerade ungenau. Ja, ihr könnt damit ganz gut snipen, aber that's it. Dann seid ihr noch ein bisschen genauer und dann nehmen wir hier noch diesen Feldmod, um die Sichtweite ein bisschen zu erhöhen. Ist eigentlich auch, den nimmt man ja auch meistens auf TDs. Und den letzten Feldmod nochmal die Genauigkeit noch ein bisschen zu erhöhen. Also ihr habt ne, den besseren Sniper. Ich meine, ihr werdet dadurch die DPM eh nicht mehr besser machen. So, dafür haben wir ja schon Ansätze eingebaut. So, that's it. Eigentlich die Basics, wie man die meisten TDs auch ausrüsten würde. Also so würde ich das machen. Gut, haben wir das auch durch. Ihr seht schon, besonders angetan bin ich ja bisher nicht von diesem Panzer, aber wir schauen uns jetzt trotzdem mal natürlich ein Replay an. Ich habe viele Gefechte gespielt und ich habe euch ein gutes Replay rausgepickt. Die anderen waren alle scheiße und das sage ich auch so, wie es ist. Aber schauen wir es uns gleich mal an. Wir sehen uns gleich im Gefecht und dann sage ich da ein bisschen was dazu. Also bis gleich. Ja, wie versprochen, hier ist das Replay. Das einzige Gute, das ich hatte dabei.
Aber man muss ja mal ein gutes Game zeigen. Ich meine, die anderen Games waren alle schlecht, fand ich. Ich könnte euch jetzt auch ein schlechtes Game zeigen. Da passiert halt einfach gar nichts. Das ist halt dann noch langweiliger zu gucken, beziehungsweise dann wird der Panzer halt nicht gezeigt. Ja, zum Replay. Wir sind auf der ganz tollen, neu gestalteten Bergpasskarte, die ich absolut nicht mag, aber ich hatte sie hier nicht gebannt, also musste ich sie mal spielen. Dafür wird das sogar mein bestes Gefecht. Ihr werdet gleich sehen, warum. Aber ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Tolle Position hier auch. Hier hat jeder einen Busch und so. Die Art, die blindet schon mal schön. Toll. Tolles Map-Design. Da drüben ist auch ein Busch. Guess what? Da sind auch Panzer drin. Da steht in jedem Busch einer drin. Ihr seht, ja, Gunhandling geht. 413er Roll. Ein bisschen Spot sogar bekommen. Klasse. Nochmal, um die Munition vielleicht nochmal genauer durchzugehen. Ja, die Standardmunition 24 Alpha bei 1200 Shell Velocity, was nicht so schlecht ist, muss man sagen. Aber ist halt auch ein TD oder ein Jagdpanzer, da ist das eigentlich Standard. Und die Premium hat einfach 326 Pen und 1415, ja. Also die Munition ist vielleicht auch noch ein kleines Highlight, klitzekleines Highlight, aber inzwischen, es gibt viele Panzer, die haben ähnliche Statistiken. Ja, das ist jetzt nichts super Besonderes. Es ist nicht schlecht. Ja, ihr seht, ich habe einfach absolut keine Lust auf die Karte und ich sehe auf der Minimap. Unsere tollen Mitspieler haben mal wieder diesen Eiskanal für sich entdeckt, dort einen gegnerischen Conqueror zu viert entdeckt. Der wird dann natürlich jetzt angeguckt, wie der da im Hulldown steht. Und die andere Flanke, naja, ist relativ dünn besetzt. Und da ich absolut keine Lust habe auf diese Karte, muss ich sagen, wie ich auch so wenig Lust habe auf diesen Panzer, wenn ich ehrlich bin, dachte ich mir, ja, machst du es dir mal in der Basis gemütlich. Tolles Map-Design. Danke WG dafür. Danke für diesen Panzer auch. Dachte sich der Bulldog hier halt auch, der diesen Pen-Shot da bekommen oder diesen Blind-Shot bekommen hat von der AT. Und keine Angst, es passiert gleich einiges. Es geht jetzt nämlich schon los. Steht nämlich jetzt schon 1:3 und ey, cool, wir können mal unsere Kanone einsetzen. Die hat so viel Durchschlag, immerhin. 7 Grad Gun Depression habt ihr gesehen in der Tanks-GG-Seite. Zweiter Schuss sitzt, auch mal ein schöner High-Roll, 508. Wie gesagt, hier passiert richtig viel. Man könnte meinen, der Panzer ist gut, aber ich spiele halt nur diese eine Position und that's it. Und die Gegner fahren rein. Das kannst du halt wahrscheinlich mit jedem anderen Panzer auch machen, mit dem du ein bisschen doppelt pushen kannst. Da kannst du jetzt einen Leo PTA hinstellen, der hat genauso viel Alpha-Schaden. Oder irgendwas anderes. Da kannst du sogar eine Su 130 PM, eine Stufe niedriger, hinstellen. Und die macht es genauso gut. Und die hat genauso viel Panzerung. Und lädt wahrscheinlich noch schneller nach. Oder ähnlich. So, der wollte mich jetzt hier blinden, der LP. Der hat schon Verdacht, dass hier oben was drin ist. Ihr seht es, 2:5. Die haben jetzt den S-Conqueror in der Ice Road ganz lange angeguckt. Sind auch ein paar kaputt gegangen dabei. Durchs böse Gucken. Inzwischen haben wir jetzt hier nochmal einen schönen Low Roll auf den Super Pershing. Und ja, die hat ihn getroffen. 2:5. Klasse Map-Design. Jetzt werden wir auf 3 von 3 Schläuchen gepusht vom Gegnerteam immerhin. Doppelpushen funktioniert scheinbar. Hier mal schönen Schuss mit Feuer. Hat aber einen Handfeuerlöscher benutzt. Und es steht 3:8. Immerhin werden wir das noch carryen, dieses Game. Schauen wir mal. Der böse S-Conk, oder nicht? Das ist nicht mein S-Conk. Der 9er Conqueror aus der Ice Road kommt nämlich immer näher. Und was wollen wir da machen? Nichts. Was wir halt können, ein bisschen doppelbuschen. Ah, die hat jetzt auch hier wieder hingeschossen. Ich war ja bis jetzt hier oben noch nicht auf, aber ich meine, die Gegner werden es sich senken können. Spätestens der weiß es jetzt. Steht 3:9, immerhin. Es wird noch ein Comeback vielleicht geben. Schauen wir, ob wir das Game noch carryen können. So, da musste ich jetzt leider den Doppelbusch verlassen. Ihr seht, der pennt mich auch sofort. Ich wollte den Kill machen, deswegen habe ich jetzt nicht mehr gedoppelt pusht. Das ging da nicht mehr. Immerhin 5:9. Der 5000, der immerhin hat da auch noch einen Kill noch gemacht. Also wir haben noch einen Kill. Der Cheesaw, immerhin. Wir kommen ein bisschen zurück ins Game und die Gegner fahren auch schön einzeln rein. Ich bounce hier mit meinen 300 mm, über 300 mm Durchschlag. Kennt man. Muss ich halt nochmal eine ganz schöne lange Zeit. Und es bounce tatsächlich was an mir jetzt mal. Ich weiß nicht, wo an der Gun, man sieht's. Also ihr fragt euch, es ist tatsächlich was gebounced.
Die haben nicht die 30 mm da getroffen, das ist nämlich ein Pen, sondern hier ist was abgeprallt. Wahnsinn. Weil das wahrscheinlich ein Autobahnwinkel ist, weil das eine so eine starke Winkelung da ist. Ja, und da ist auch schon unser Conqueror-Freund. Der ist ganz schön Full AP durch die... Ich weiß nicht, den Schuss habe ich nicht sauber geaimt. Der ist fast Full AP durch die Ice Road durchgefahren. Durch unser Team. Die kennen da den Weak Spot vom S-Kong nicht oder vom Kong nicht. So. Er hat geschossen, ich habe geschossen. Jetzt mache ich einen Fehler. Ich dachte nicht, dass der Shitpack schon da ist. Oder SAPTK. Kong, die pennen mich auch alle. Jetzt hier Glück gehabt. Der schießt mir Heat in die Kette. Ich überlebe hier. Mit 9 HP. Der 5000 ist endlich nachgeladen. Kann jetzt hier klippen. Ich darf nochmal einen Schuss machen. Wieder ein Low Roll. Schön. Hier dachte ich mir, ja, wenn ich jetzt hier oben stehen bleibe, killt mich die Arti. Und ich wusste es genau, dass es passiert. Ich dachte jetzt, entweder du fährst vor oder die Arti killt dich. Schau mal, wie lange das einfach dieser scheiß Arti-Schuss fliegt und trotzdem mich dort unten trifft, warum auch immer. Hätte ich auch oben stehen bleiben können. Aber gut, ich bin raus. Aber vielleicht hat es ja gereicht. Steht immerhin 2, also es ist 2 gegen 4. Jetzt ist es nur noch 2 gegen 3. Gegner ist natürlich schön einzeln reingefahren und der 5000, der ist da oben am Nachladen. Denke ich mal. T44 bounced. Ist auch nur fair, weil ich bin auch an ihm gebounced, wenn das der war. Im Gegnerteam waren sehr viele T44s, einer von denen. So, da haben wir es zumindest mal ausgeglichen. So, da ich jetzt aber tot bin und wir uns jetzt das nicht anschauen, aber ich zeige es so im Zeitraffer. Weil es passiert jetzt noch sehr, sehr wilde Sachen passieren jetzt noch. Sie machen vielleicht das ganze, diese ganze Review ein bisschen interessanter. Also sie finden jetzt tatsächlich den TS-54 gleich. Keine Überraschung. Da ist er. Ist auch ganz schwer jetzt hier den zu killen. Da wird gedoppelbuscht, aber aufgegangen dabei. Aber er macht's. Sehr schön, hat er gut gemacht. Der Amix, muss man auch sagen, hat auch 4 Kills und der Pershing auch, also immerhin. Haben mir da ganz gut geholfen beim Basisverteidigen und wir konnten das Game immerhin drehen. So, jetzt lebt aber noch diese Arti. Das erspare ich euch jetzt. Die fahren jetzt eben rein. Und tja, die sind aber leider nicht so motiviert, die Arti zu suchen. Der hier sucht noch ein bisschen und capped Gott sei Dank, weil ich hätte dann auch irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Das Lustige ist, aber es kommt noch ein kleiner Schmankerl für euch. Anstatt dass man die Arti sucht, was macht man? Verunfallt sich. So, da ist jetzt ja noch gestorben und das war's. Arti macht noch einen Blindshot. Anstatt dass man die Arti findet, dann erst, er hat Waffenbrüder bekommen, hätte Waffenbrüder bekommen, weil sie ein Platoon gemacht haben, hat sich aber dann verunfallt. Also, ein Highlight dieses ganzen Replays war eigentlich das. So. Ich blende euch jetzt noch die Statistiken mal eben ein. Die könnt ihr mal euch mal angucken, ja, wie viel Schaden ich gemacht habe. Das war, wie gesagt, ein Ausnahme-Replay. Die anderen Replays waren immer alle so, ja, man muss halt rumschimmeln und der Panzer hat keine DPM, hat keine, wie gesagt, keine Camo, keine Mobilität. Nicht so wirklich die Sichtweite, wenn man da jetzt keine Optik einbaut. Ja, es geht. Ich hatte ja Bond-Equipment, aber das hat man normalerweise ja nicht. Das heißt, der Panzer performt eigentlich noch schlechter. Und ich will euch den einfach, ich will euch davor warnen, also wenn ihr euch den kaufen wollt oder irgendwie die Boxen kaufen wollt, wo der drin sein wird, ja, macht's nicht. Geht schön essen oder so. Und da sind wir auch schon beim Fazit. Macht's nicht, dieser Panzer ist... Also ich habe noch nie so einen schlechten 9er TD, glaube ich, gespielt. Es gibt, glaube ich, keinen schlechten 9er TD oder allgemein. Es gibt auch wenige Panzer, die jetzt aktuell so rausgekommen sind, die so schwach sind und die jetzt in diese jetzige Meta überhaupt nicht passen. In diese Hulldown-Meta, ihr habt es gesehen, die Map hier, das ist die reinste Hulldown-Map. Schön vom WG umgebaut, damit die Heavys sich gegenseitig da auf die Mütze hauen können. Aber solche Papierpanzer, die langsam sind, keine Tarnung haben, keine DPM haben, ja, die können vielleicht manchmal funktionieren auf Proko, auf langen Games oder auf offenen Karten, aber auf solchen eigentlich nicht. Das hat jetzt nur deswegen so gut funktioniert, weil die Gegner schön einzeln reingefahren sind und einer nach dem anderen und ich konnte ein bisschen doppelbuschen. Ja, aber das wird nicht immer so laufen. Wie gesagt, meine anderen Gefechte waren alle nicht sehr gut und ich könnte euch jetzt alles so lauter so schlechte Replays zeigen, aber ich wollte ja ein bisschen was zeigen. Ja, dann damit soll es auch schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, ich rate euch nicht, diesen Panzer zu holen, wenn ihr jetzt natürlich die Boxen oder wo der auch immer dann erhältlich sein wird, wenn ihr jetzt unbedingt die Boxen haben wollt, aber der lohnt sich nicht, bin ich der Meinung. Also ich gebe den tatsächlich die schlechteste Punktzeit, die man geben kann. Also wenn ich 1 von 10 vergeben kann, ja, ein Punkt, Punkt. Was spricht für den Panzer? Nichts. Passt einfach nicht in die Meta. Ihr habt es ja gesehen, der Vergleich mit dem anderen 9er TD, der besser ist.
Warum soll ich mir den holen? Absolut sehr, sehr enttäuschend. Ich habe mich zwar gefreut, dass da was Neues kommt, aber ja, ich habe es dann schnell, war dann sehr, sehr schnell enttäuscht. Und ihr werdet es auch sein. Also klar, es wird, der Panzer wird seine Liebhaber finden. Gibt es immer irgendwelche Fans von solchen Panzern. Aber ich werde es nicht werden und die meisten werden, ich glaube, auch nicht damit glücklich. Also ich würde die Finger davon lassen. Ist absolut nicht. Not worth it. So, das soll es wie gesagt jetzt gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn es jetzt nicht der super Hype-Tank wird. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Dann, wenn es gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Gerne ein Abo da lassen und auch die Glocke und so weiter. Ihr kennt das Spielchen. Ansonsten bin ich mal raus. Hau da rein und dann gerne bis zur nächsten Review. Macht's gut. So einen schlechten Panzer habe ich schon lange nicht mehr gespielt.